Hola, Luis hier. Seid ihr noch da? Ich wollte heim, aber Ashley bestand auf einem Abstecher zur Burg. Perfekt, ich habe nämlich ein Geschenk für euch. Medizin, die das Fortschreiten eures Problems verzögert. Wo sollen wir hin? Mal sehen. Komm zum Burghof, weiter drinnen. Wir treffen uns dort. Ciao. Ist die Lautstärke für euch okay, ihr Lieben? Okay, Ashley. Luis sagt, dass wir... Schon klar. Wir sollten wohl besser los. Benny? Ist ja. Lautstärke okay? In-game? Na, ich habe jetzt bei mir komplett hochgerissen, aber ich muss eh ein bisschen anders hören, damit ich mich nicht selber mit einer Verzögerung höre. Ansonsten irritiere ich mich mehr beim Sprechen. Okay. Gut. Der Händler ist am Start. Mal gucken, er hat eventuell etwas Neues dabei. Gibt's nicht eigentlich auch bei Resident Evil allgemein? Gab's nicht mal sowas wie eine Magnum oder sowas? Ja, es gibt mehrere. Tatsächlich. Okay. Es gibt mehrere. Oh, Alter, hallihallo. Das Stingray. Hier haben wir zum Beispiel die Broken Butterfly. Das ist eine Magnum. Das, die Blacktail ist auch fett. Irgendwie. Aber wir bleiben auf jeden Fall erstmal bei der Red 9, die wir haben. Irgendwie, die ist schon sehr gut. Okay. Oh, guck mal. Raketenwerfer können wir wieder kaufen. Das ist sehr gut. Und Rezeptur für Magnum-Munition. Das ist sehr schön. Okay, also die Broken Butterfly ist hier gerade im Angebot. Wir haben auch eigentlich relativ viele Pesetas irgendwie, aber bevor du loslegst, würde ich an deiner Stelle erstmal gucken, ob es noch ein Koffer-Update gibt. Bis jetzt sehe ich nichts. Also jetzt wird ja quasi alles angezeigt. Stimmt. Schade. Ja, das wäre natürlich das Geilste gewesen. Im Original war es so, dass die Broken Butterfly quasi hier... Jetzt hat man die Gusche, Alter. Dass die hier in der Burg gefunden werden konnte. In Kombination mit Ashley zusammen über irgendwas rüber zu klettern. Irgendwie. Bevor ich jetzt diese also kaufe, würde ich tatsächlich eher probieren, die zu finden. Was mich tatsächlich eher anlacht, ist das halbautomatische Scharfschützengewehr. Schnellfeuerfunktion möglich. Mal drei quasi Schwachpunkte. Gegen die andere, oder? Ja, genau. Wir haben ja noch den Kavenzmann hier. Das SR M1903. Ich kaufe fast alles. Und das haue ich raus. Komm. Ein hervorragender Deal. Ja, I know. So, und ich habe ja keinen Platz für die Stingray. Ah. Jetzt geht's wieder los. Inventar ist voll. Jawohl. Wo soll das noch hin? Deine Hosentasche. Okay, Chat, da gibt's dann natürlich wieder. Was haben wir hier? Wo hatte ich denn mein schönes Ding? 12 Fakten über Resident Evil. Da hau ich doch nochmal einen neuen Fakt raus. Mal gucken, ob der Stevie da Bescheid weiß. Stevie, sagt dir der Fakt pinkes Kraut was? Pinkes Kraut? Nee, nee. Sagt mir jetzt erstmal nichts. In Resident Evil ist es Standard, dass Spieler verschiedenfarbige Kräuter sammeln. Grüne, rote und gelbe Kräuter helfen einem dabei, sich selbst zu heilen. Im originalen Resident Evil wurde überlegt, noch ein pinkes Kraut dazu zu geben. Das Kraut schaffte es sogar in den Quellcode, wodurch man es sichtbar machen kann. Es wirkt sich aber auf nichts aus. Nee, war mir neu. Habe ich nie gesehen. Krass. Habe ich nie gesehen. Wobei, ich sehe hier auch gerade noch, also das würde mich jetzt nicht wundern, wenn du das wüsstest, oder an alle großen Resident Evil Fans, die Namensgebung von Resident Evil, wie Resident Evil eigentlich zu Resident Evil wurde. Genau das Richtige, um auf dem Feld die Sau rauszulassen. Wie vielen Spielern bereits bewusst ist, heißt Resident Evil in Japan Biohazard. Aber nur wenige wissen, warum das so ist. Nach der Veröffentlichung wurde Biohazard zu einem großen Erfolg in Japan, doch der Name ließ sich nur schwer im Westen verkaufen. Es stellte sich heraus, dass es nämlich schon ein Spiel und eine Rockband mit dem Namen gab. Deswegen richtete Capcom einen kleinen Wettbewerb aus, um den besten Namen zu finden. Okay, nice. Gib mal, Benny, was wir jetzt hier haben, ganz kurz mal. Und zwar, wir haben einen neuen Aktenkoffer hier dazu bekommen. Die Schatzkarte der Burg haben wir, die würde ich wirklich ganz gerne kaufen, weil das halte ich für tatsächlich sehr sinnvoll, dass sie uns die angezeigt werden, hochlässt uns, Alter. Und wir haben ein Spezial-Upgrade-Ticket. Ein Einmal-Ticket, das unabhängig von der Modifikationsstufe einer Waffe Zugang zu deren Spezial-Upgrade gewährt. Spezial-Upgrade einer Waffe ist quasi, haben wir alle Upgrades einer Waffe gekauft, erhalten wir den Zugang zum Spezial-Upgrade, die quasi die Waffe nochmal exorbitant in die Höhe ballert.
Okay. In irgendeiner Stufe, egal, ob Magazin, Größe oder Feuerkraft oder irgendetwas. Von daher ist das schon ganz geil, aber 30 Spinell. Dabei, was dir gefällt, Fremder. Das ist schon eine Hausnummer. Also du hast ja auch bei dem Koffer, ich weiß gar nicht, was macht denn der Koffer? Koffer, ihr habt die Wahrscheinlichkeit, roses Kraut zu finden. Finden wir das so selten? Und brauchen wir es auch unbedingt? Ist ja immer noch die zweite Frage. Naja, ich sehe jetzt erstmal keinen. Also bei rotem Kraut sehe ich jetzt erstmal nicht wirklich die Notwendigkeit darin tatsächlich. Was man aber nicht vergessen darf, ist, wenn wir quasi eine Mixtur nehmen, die. Nochmal kurz verkaufen. Die alle Kräuter beinhaltet, also grün, rot und gelb, und die im nehmen, Klar, erhöht sich unsere Gesamtlebensenergie etwas. Ja, das heißt, wir kriegen immer mehr Lebensenergie dadurch. Okay. Also wir leveln quasi dann dadurch auch nochmal unsere Energie so ein bisschen mit auf. Genau, richtig. Kräuter. Ihr kurz erstmal die Schatzkarte der Burg. Die ist wirklich. Ja, die kostet ja auch nur 3. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Genau. Tut der Pappnase von Burg her auch keinen besseren Gefallen. Stimmt. Den Koffer würde ich jetzt auch nicht sehen, so mit 12, weil die Spinels sind ja, kriegen wir ja auch nur durch Aufträge und maximal finden wir vielleicht noch 1, 2 oder so, mal so. Aber weiß ich nicht. Genau. Weiß ich nicht. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. So, das ist die Red 9. Hier möchte ich tatsächlich erstmal nicht so viel investieren. Angriffskraft. Magazingröße. 20.000. Wenn ich mal wüsste, wie viel das wirklich, also inwiefern sich das auswirkt, so von 3,3 auf 3,7. Na, du siehst ja bei der Angriffskraft, ja, okay. Na, siehst du ja, du siehst ja nur, dass das ein Wert ist, X. Richtig, ich habe keinen Anhaltspunkt, wie viel jetzt, ich sag mal in dem Falle, 0,4 Punkte ausmachen irgendwie. Na, Ah, komm! Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Hau mal auf. Auf die Details kommt's an. Genau. Wirst schon sehen. Ich komm jederzeit wieder. Come back anytime. So, und ich würde natürlich jetzt sehr gern erstmal Zubehör Stingray. So. Und was ich auf jeden Fall machen muss, ich muss mein wie sagt man denn? Wie nennt man das? Diese was denn? Die Schnellzuwahl. Die Schnellzuweisung. Ach, den der Schnellzugriff. So, auf die 1. Auf Scharfschütze ist auf 2. Okay, alles klar, gut. Das geht sogar halbwegs. So, dann gucke ich mir mal ganz kurz meine Scharfschützengewehr an. Weil tatsächlich bin ich sehr gerne damit unterwegs. Tab können wir aussuchen. Schön. Okay. Blick kurz auf die Karte, vielleicht finden wir. Ach, und hier hinter ist so ja schon ein Schatz. Das ist ja nicht schlecht. Aber wo? Where is the goddamn treasure? Der hängt da bestimmt wieder irgendwo oben dran oder so. Okay, man muss von der anderen Seite erstmal rum hier bei dem Händler. So, wir haben natürlich auch Ashley mit dabei. Und diejenigen, die Resident Evil 4 ja schon bei uns mal auf dem Kanal gesehen haben, wenn nicht, plopp, können sich da gerne mal angucken, wer wirklich der allernervigste NPC der Spielgeschichte ist. Es ist Ashley. Und ich hoffe, die haben es hier ein bisschen entschärft, weil die ist ein wirklich auf den Pinsel gegangen. Also, weil die einfach nichts kann. So ja, nichts. Ich meine, so, sie ist halt irgendwie ein kleines Teenie-Girl, von daher, ne, wird sie auch groß können. Werden jetzt wahrscheinlich viele sagen. Aber es ist schon wirklich merklich, irgendwie, wie oft die gerettet werden musste und dann, Leon, help! Oh, ist halt wirklich. So, okay. Ach, hey. Okay. Aber mal kurz gefragt, könntest du jetzt von hier aus mit deinem Schnipper denen schon mal ein paar Headshots geben? Na, nicht wenn er geht. Den roten Teppich werden die nicht für uns ausrollen. Eine Armbrust, hä? Huh? Glaube eher nicht, dass wir Freunde werden. Sehr schön. So, und nach oben. Was ist denn das? Katapult. Sieht jedenfalls nicht nach Deko aus. Oh, die Sprüche. Die Sprüche sind halt einfach eklig. Vom Regen in die Aber die gehören dazu? Die gehören dazu? Die gehören dazu. So, ich kann mal gucken, ob ich jetzt hier tatsächlich was. Man sieht sie überhaupt ja nicht. Doch, den könnte man tatsächlich hier. Oh komm, probier's. Lol.
er trifft auch noch. Schade. So, wir werden uns jetzt erstmal hier, soweit wir können, ein, zwei von den Akolyten, von diesen feindlichen Gegnern hier erstmal ledigen. So, nice. Das hat er doch viel Schönes. Zwei feine weniger. Vor allen Dingen der am Katapult weniger, das ist schon auf jeden Fall viel wert. So, dann wechseln wir mal auf die Oh. Wer sind denn die? Okay. 5-7, erstmal nochmal danke für deinen dritten Monat in Folge. Auch bei uns. 7. Cool, danke. Mensch, danke dir. Grüß dich erstmal. Willkommen zurück. Okay, bist sicher. Okay. Was mit ihm, Alter? Ach, ich hasse ihn, Alter. Was ist das? Ah, das sind die Las Plagas. Die sind wirklich ein Stiefelmesser. Mhm, guck mal, Stiefelriemen ist back. Lass mal hier ein bisschen. Das Thema ein bisschen leiser machen hier. So, okay, was finden wir hier noch Schönes? Eine schöne. Oh, guck mal, Vasen. Ich mach so gerne Vasen kaputt. Pistolenmunition? Schön. So, die. Also, ich weiß nicht, für wen jetzt das Spiel noch was Neues ist, irgendwie. Von daher, ich versuche so spoilerfrei wie möglich zu machen bei einem Spiel, was halt schon einfach mal, ich glaube, 20 Jahre auf dem Buckel hat. Aber, wird schwierig tatsächlich. Also, bis jetzt hat es mich dennoch geschafft zu überraschen, das schöne Spiel hier. Aber, wenn ihr wollt, dass ich viel mehr jetzt hier auf die Figuren eingehe, also wie zum Beispiel jetzt halt die Las... Hey, das klar ist. Oder ob ich einfach stillschweigend euch hier an Sniper Elite 3 teilhaben lassen soll, ihr müsst halt einfach schreiben. Hey. Was, Herr Junge, für dich ist das alles neu? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, dann versuchen wir mal so spoilerfrei wie möglich zu halten. Bada bam, bada boom. So, also wir haben uns jetzt quasi durchs Dorf gekämpft und tatsächlich ist, ich hab's damals schon mal in der Beschreibung geschrieben, irgendwie Resident Evil 4 war schon Village, bevor Village Resident Evil 7 wurde. Finde ich ein großartiger Satz. Sollte ich den Pulitzerpreis für gewinnen, bin ich der Meinung, aber naja, es liegt ja nicht an mir. Aber tatsächlich hat das schon viel, viel als DNA in sich, aus dem nachher Village wurde. Ja, gerade die Burg, wie ich das jetzt hier so sehe, wir hatten ja da auch echt viel mit der Burg da zu tun, oder mit dem, ja. Okay, also klar, warte mal kurz, okay, sorry Benny, aber der Katapult ist noch intakt, also auf jeden Fall eins, es sind mehrere Katapulte. Ja, wir haben einen Hulk. So, wo? Und da ist er. Und da kommt er. Er könnte jetzt natürlich auch erstmal mit dem Sniper. Oder so. Wir machen es einfach so. Okay. Wo ich ja wirklich jetzt hier Plack kriege, ist halt tatsächlich, wie oft wir jetzt hier Headshots anbringen müssen, bevor die down gehen. Dann müssen wir das jetzt hier noch nicht mal wieder. Noch mal weiter verbessern? Also. Ja, und das ist natürlich auch der große Plan, den wir haben. Irgendwie, Ashley sieht doch nicht so aus eigentlich. Ashley konnte man jetzt mit einem Alternativkostüm so anziehen. Und ich finde es einfach cool irgendwie. Ja, sie ist die Präsidententochter. Natürlich. Und ja, wir sind quasi nach Spanien geschickt worden, um die halt zu retten, ne? Weil die halt entführt worden ist. Oh, ah, oh, ho, 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 ho.
Das ist doch mal ein herzlicher Empfang. Also siehst du, und auch hier ist Corona ein Thema und die haben tragen alle Maske. Ach shit. So, weil das passiert nämlich auch richtig häufig. Irgendwie Nahtoderfahrung, auch schön. Hey, dass alles klar bei dir? Ja, danke. Leute kommen und Ashley entführen dann irgendwie und dann ist es vorbei. Ja? Also quasi wieder zurückbringen. Dann schleppen die außerhalb der Karte, der Map und das war dann. Dann ist wie gestorben. So, warte mal. Bevor ich jetzt hier... Wo ist denn quasi... Da haben wir Katapult. Da oben ist noch ein Katapult. Da oben rechts, oder? Hier haben wir noch eins, aber da komme ich leider irgendwie nicht ran. Und... Oh, schau mal, hier. Hammer. Oh! Da ist es. Hammer! Schön. So, okay, Ashley, dann gib mal Fersengeld. Wir gehen mal hier ein bisschen durch. Eieiei. Morgenstern. Echt? Und er lädt auch nicht automatisch nach, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Unverhältnismäßig viel Munition. Meine Fresse, heute ist Reden so richtig schwer. Heute ist so richtig schwer mit Reden. So, einmal durchlatschen bitte. Geht nicht. Geht nicht auf. Okay. Muss man so ein bisschen vorsichtig sein tatsächlich. Irgendwie, dass ich jetzt hier nicht irgendwo hinrenne, wo ich jetzt sofort an den nächsten Feuerball rennen schaue. So, wo können wir denn? Aber Ashley können wir nicht nirgendwo zwischenparken oder so, wa? Na, das Problem, wir können sie zwar zwischenparken, aber das kann halt sein, dass irgendein Bewohner hier kommt und dann die einfach wegschleppt. So, ah, und so, dann okay. Kann halt sein, dass ich nicht mehr rechtzeitig da bin. So. Wäre halt auch blöd. Oh, shit. Also nicht weiter. Oh. So, hier kommen wir nicht. So, okay. Nicht so geil. Oh, nein. Mal blöd gefragt, kann Ashley auch sterben? Ja, Ashley okay. Kann. Ashley kann sterben. Alter. Ich sehe es doch. Na, endlich. Also ich bin auch schon der Meinung, dass ich die ganze Zeit mit der Pistole, mit der Red 9 schon getroffen habe, aber nein, das Spiel war anderer Meinung. Oh, da drüben. Ach ey. Da kommen ja die, aber der Ding ist doch schon kaputt gemacht. Hä? Dankeschön. Okay, Hammer. Steve, hast du auch damals Code Veronica? Ist doch klar, natürlich. Habt ihr ruhig gehört, das wäre auch ein Remake in Planung. Richtig. Und tatsächlich war Code Veronica ja nicht mal schlecht. Muss man mal wirklich sagen. Kommt auch noch hier auf dem Kanal. Sagt mir gar nichts. Das war tatsächlich, das kam damals raus für... Oh, guck mal, hier können wir runterspringen. Mal einen Blick auf die Map werfen. Ah, schau mal, hier haben wir nochmal einen Schatz. Und da oben in der Ecke ist noch ein Schatz. Ja, so schnell verliert man es hier wieder aus dem Augen. Das kam als allererstes fürs Dreamcast raus. Ashley! Was? Oh, fuck. Hat's richtig gekriegt. So, Control. Geht's dir gut? Ja. Dann später für den Gameplay. Richtig, genau. Und dann gab es auch noch PlayStation-Adaptionen irgendwann, aber So, wo
Und halt mich jetzt. Achso, hier komme ich nicht. Achso, verstehe. Hier komme ich nicht durch. Diese Diamanten, die ihr auf der Karte seht, sind Schätze, die wir einsammeln können, die wir wiederum beim Händler verkaufen können. Ja. Sag mal, wer ist denn nicht dauernd? Ist das immer wieder das gleiche Katapult, was ich schon dreimal zerstört habe? Wie geht er hin? So, dann kommen wir. Ja, das ist da hinten links. Bitte? Nee. Hinter dir jetzt quasi. So, Ashley. Kann ich dich. Aha, was haben wir denn da? Was ist das? Eine Glocke. Das könnte klappen. Was denn? Mach eine Glocke kaputt. So, okay, aber klar. Nein, werden wir wohl mal ein bisschen losballern jetzt. So, und ihr hört schon schwingen. Weil bis jetzt war es halt so, dass wir sehr viele Schätze oben an der Decke entdeckt haben, irgendwie. Ich muss nachladen. In your face! So, und die Gefahr ist natürlich durch die Headshots irgendwie, dass wir sehr oft dadurch die Las Plagas quasi triggern. Die dann halt oben aus diesen Köpfen so rauskommen. So, kann ich von hier die Kanone hochfahren oder muss ich von oben machen? Hier vielleicht an dieser Europalette? So, scheinbar muss ich nochmal zurücklaufen. Aber ich höre sie doch. Penny, hörst du sie auch, die Lampe? Nee, warte. Hier drin ist er, da, guck mal. Hier ist er. Da müssen wir irgendwie hin. Kannst du die nicht erstmal zumindest schon mal runterschießen? Naja, ich... Alter... Wieso? Von wo? Von wie? Wow, wow, wow. Unverhältnismäßigkeit. So, hier sind wir auf jeden Fall schon am nächsten Schatz dran. Und das ist ein eleganter Armreif. Wie schön. Haben wir. So, und hier sind wir jetzt auch an der Tür. So, da werde ich mich mal ein bisschen heilen. Ich mal irgendwann meine Schlange essen, meine Viper. So, damit sich das Leben quasi ein bisschen weiter nach vorne. Nö. Du kriegst das große Ding ab. So, was? Wie kann ich? What can I do? Oh yeah! Noch einmal! Kommt da einer? Kommt da einer? Scheiße. So, und genau sowas darf immer nicht passieren. Wo kam der denn jetzt? Nein, da. Stand wahrscheinlich da. So, ich muss das Schloss kaputt, also das Burgtor kaputt machen, ist klar, ne? Bada bam, bada bum, haben wir. Gut. Das hätten wir. Wollen mich doch wenigstens. So, das schreit doch hier auch nach versteckter Trophäe oder irgend sowas. Mache alle Fenster kaputt oder so. Fenster. Komm, ich weiß, keine Ahnung. Schieße irgendwie auf den höchsten Berg. Okay, hier sind wir runtergesprungen. Also, dass ich den hier mit der Kanone umschießen konnte, das war für mich jetzt schon mal ein Highlight hier.
Das hat schon mal sehr viel Spaß gemacht. Das hatte viel Schönes. Ich würde gerne noch mal kurz runtergehen, um noch mal den Schatz zu holen. Vor allen Dingen, wir haben auch noch nicht alle wie heißt denn das? Alle blauen Medaillen gefunden? Genau. Saphir. Oh, wir haben Saphir gefunden. Hier aber schon. Also hier sind jetzt keine mehr. Ein Auftrag war auch nicht beim Händler. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Okay. So, let's get into the castle. Ja, wobei natürlich halt so diese Burg-Setting halt auch schon sehr viel Charme hat. Aber hier ist der Auftrag da hinten wahrscheinlich dafür. Unter anderem halt auch neu eben diese Aufträge. Ja, ihr habt es halt im Original nicht. Finde ich. Oh, wir haben Spinelli vor. Ihr habt es halt im Original nicht. Finde ich halt sehr erfrischend, dass so ein Buy ist irgendwie. Verlängert aber natürlich auch ein bisschen noch die Playtime dadurch. Kampf! Den Medaillons, Teil 3. Diese Pappnasen haben den ganzen Burg mit blauen Medaillons behangen. Ein verdammt unschöner Anblick. Mach bitte jemand, dass diese Dinger verschwinden. Okay, 4 Stück haben wir schon. 2 brauchen wir noch. Gucken wir mal kurz, ob wir hier noch irgendwo eins sehen. Das sieht erstmal nicht so aus. Und selbst wenn, müssten die ja... Oha, okay. Okay. Schau mal an. Doch, die sind doch hier vorne. Da waren doch noch welche. Siehst du das, Benni? Müssen wir doch nochmal zurückgehen. Okay. Und zwar wahrscheinlich eins hier vorne, wo die Kanone ist. Also so sah es auf jeden Fall aus. Und eins ein bisschen weiter weg irgendwie, wo man wahrscheinlich irgendwie mit dem Sniper hinschießen müsste. Ashley hat anscheinend Asthma. Muss man ein bisschen aufpassen. Darf man nicht so schnell machen. Irgendwie kriegt sie keine Luft mehr. So, lass mich nochmal kurz schauen. Irgendwo am Baum oder was? Oder irgendwo da hinten? Meinst du, dass sie so weit weg ist? Naja, wenn du mal guckst, ist außerhalb der Map, ne? Dann auch irgendwie eher hier, so. Ein bisschen weiter so, ja. Irgend so ein Fenster vielleicht? Also, dass du mit einem Sniper da nur rankommst, mit einem Visier oder sowas? Mal kurz schauen. Also ich schaue jetzt in genau schon die richtige Richtung eigentlich. So, bis jetzt sehe ich hier nichts Blaues irgendwie. Also wäre schon, ist schon mies. Ist schon mies tatsächlich. Das dürfte auch eigentlich gar nicht so weit weg sein. Kommen wir da noch hin? Warte mal, geh mal vielleicht hier vorne und vielleicht sehen wir Stan. Das ist sehr ärgerlich. Da ist es. Da ist es. Das ist ja mies. Das ist schon gemein. Treffer! Schön. So, und eins ist jetzt wahrscheinlich innerhalb dieses Rondells, aber da bin ich doch der Meinung, das haben wir schon. Oder? Also hier vorne war doch eins drin, das heißt, wir müssen nochmal runterspringen. Hier haben wir eins weggesemmelt. Na? Genau. Und das ist auch nicht hier, das ist eher da, wo Ashley ist. Also müssen wir wahrscheinlich nach unten. Okay, wir müssen nach unten. Ja. Hui! Und da ist es. War das vorher schon da? Bestimmt, oder? Ich bin mir da nicht sicher. Aber wahrscheinlich wird schon vorher da gewesen sein. Egal, wir haben's. Und damit haben wir den Auftrag erfüllt. Jetzt könnten wir tatsächlich mal zum Händler zurückgehen, aber das ist nicht gerade Progress steigernd, irgendwie, wenn wir ständig so viel Backtracking machen. Also, Benni, was sollen wir machen? Sollen wir zurück? Dreamcast, später Gamecube, glaube ich. Absolut richtig, Dave. Absolut richtig. Ja, ist eine gute Frage, weil wir haben ja jetzt nur den einen Auftrag erledigt, oder nicht? Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt weiter nach vorne gehen, wer sagt denn nicht, dass wir da vorne auch einen Händler finden? Also ich kann immer nur sagen, dass im Original hier vorne noch ein Händler war. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich hier ebenfalls so ist. Wir werden sehen. Dann würde ich einfach vorgehen. Okay. Wir haben, glaube ich, nur einen Auftrag, den wir aktuell abgeben können. Und das bringt jetzt nicht so viel, glaube ich. Alles klar. Na dann...
Vorwärts immer, rückwärts nimmer.